Der kleine Prinz. Als ich 6 Jahre alt war, sah ich einmal in einem Buch über den Urwald. Das erlebte Geschichten hieß, ein prächtiges Bild. Es stellte eine Riesenschlange dar. Wie sie ein Wildtier verschlang. Hier ist eine Kopie der Zeichnung. In dem Buche hieß es, die Boas verschlingen ihre Beute als Ganzes, ohne sie zu zerbeißen. Daraufhin können sie sich nicht mehr rühren. Und schlafen 6 Monate, um zu verdauen. Ich habe damals viel über die Abenteuer des Dschungels nachgedacht. Und ich vollendete mit einem Farbstift meine erste Zeichnung. Meine Zeichnung Nummer 1. So sah sie aus. Ich habe den großen Leuten mein Meisterwerk gezeigt. Und sie gefragt, ob ihnen meine Zeichnung nicht Angst mache. Sie haben geantwortet, warum sollen wir vor einem Hute Angst haben? Meine Zeichnung stellte aber keinen Hut dar. Sie stellte eine Riesenschlange dar.
die einen Elefanten verdaut. Ich habe dann das Innere der Boa gezeichnet. Um es den großen Leuten deutlich zu machen. Sie brauchen ja immer Erklärungen. Hier meine Zeichnung Nummer 2. Die großen Leute haben mir geraten. Mit den Zeichnungen von offenen oder geschlossenen Riesenschlangen aufzuhören. Und mich mehr für Geografie, Geschichte, Rechnen und Grammatik zu interessieren. So kam es, dass ich eine großartige Laufbahn die eines Malers nämlich bereits im Alter von 6 Jahren aufgab. Der Misserfolg meiner Zeichnung Nummer 1 und Nummer 2 hatte mir den Mut genommen. Die großen Leute verstehen nie etwas von selbst. Und für die Kinder ist es zu anstrengend. Ihnen immer und immer wieder erklären zu müssen. Ich war also gezwungen, einen anderen Beruf zu wählen und lernte fliegen. Ich bin überall in die Welt herumgeflogen. Und die Geografie hat mir dabei wirklich gute Dinge geleistet. Ich konnte auf den ersten Blick China von Arizona unterscheiden. Das ist sehr praktisch, wenn man sich in der Nacht verirrt hat.
So habe ich im Laufe meines Lebens mit einer Menge ernsthafter Leute zu tun gehabt. Ich bin viel mit Erwachsenen umgegangen und habe Gelegenheit gehabt, sie ganz aus der Nähe zu betrachten. Das hat meiner Meinung über sie nicht besonders gut getan. Wenn ich jemanden traf, der mir ein bisschen heller vorkam, versuchte ich es mit meiner Zeichnung Nummer 1, die ich gut aufbewahrt habe. Ich wollte sehen, ob er wirklich etwas los hatte. Aber jedes Mal bekam ich zur Antwort: Das ist ein Hut. Dann redete ich mit ihm weder über Boas, noch über Urwälder, noch über die Sterne. Ich stellte mich auf seinen Standpunkt. Ich sprach mit ihm über Bridge, Golf, Politik und Krawatten. Und der große Mensch war äußerst befriedigt. Einen so vernünftigen Mann getroffen zu haben. Ich blieb also allein, ohne jemanden, mit dem ich wirklich hätte sprechen können. Bis ich vor 6 Jahren einmal eine Panne in der Wüste Sahara hatte. Etwas an meinem Motor war kaputt gegangen. Thank you.
Und da ich weder einen Mechaniker noch Passagiere bei mir hatte, machte ich mich ganz allein an die schwierige Reparatur. Es war für mich eine Frage auf Leben und Tod. Ich hatte für kaum 8 Tage Trinkwasser mit. Am ersten Abend bin ich also im Sande eingeschlafen. Tausend Meilen von jeder bewohnten Gegend entfernt. Ich war viel verlassener als ein Schiffbrüchiger auf einen Fluss mitten im Ozean. Ihr könnt euch daher meine Überraschung vorstellen. Als bei Tagesanbruch eine seltsame kleine Stimme mich weckte. Bitte zeichne mir ein Schaf. Wie bitte? Zeichne mir ein Schaf. Ich bin auf die Füße gesprungen, als wäre der Blitz in mich gefahren. Ich habe mir die Augen gerieben und genau hingeschaut. Da sah ich ein kleines, höchst ungewöhnliches Mädchen, das mich ernsthaft betrachtete. Hier das beste Porträt, das ich später von ihm zu Wege brachte. Aber das Bild ist bestimmt nicht so bezaubernd wie das Model.
Ich kann nichts dafür. Ich war im Alter von 6 Jahren von den großen Leuten aus meiner Malerlaufbahn geworfen worden und hatte nichts zu zeichnen gelernt als geschlossene und offene Riesenschlangen.